Leute? Leute? Hallo? Jemand da? Nein? Okay. Hallo und herzlich willkommen hier in deinem Haushalt Zoom. Ja, endlich bin ich wieder mehr oder weniger gesund. Also mein Hals ist noch ziemlich rau und meine Nase ziemlich zu. Und yay, da kommen Lara und Star angeritten. Ich bin ja sowas von froh. Ich dachte schon, ich muss jetzt hier alleine spielen. Mensch, Leute, das könnt ihr doch nicht... Leute? Leute? Hi. Kommt ihr nach Hause oder... Yay, ihr kommt nach Hause. Mensch, ich bin ja begeistert. Also so geht's mir wieder ganz gut. Ich muss ab und zu mal was trinken. Ich habe hier so heißen Tee neben zu stehen. Ich hoffe, ihr verzeiht's mir. Aber dafür gibt's wieder Videos. Wuhu, ja, genau. Ihr freut euch. Sehr gut, Star. Schön. Das begeistert mich doch. Lara, kannst du irgendwas Besonderes machen? Eigentlich kannst du nur weiter reiten üben. Was hält ein Star davon? Naja, der hat so ein bisschen Durst, aber sonst, ja, geht einfach mal ausreiten, bitte. Und du musst ganz dringend dann, mal üben, meine Liebe. So, ändern wir doch mal die Lautstärke hier. So, und dann würde ich gerne mal Pop wieder hören. Das haben wir schon ewig nicht mehr gehört. So, was haben wir denn hier? Nichts. Okay, alles klar. So, wie geht's dir, unsere süße Quietschi-Mensch? Ah, Quietschi mit Y. Das habe ich die ganze Zeit überlegt. Ich habe Quietschi jetzt immer mit IE geschrieben. Dann muss ich das jetzt einfach mal ändern. Warte, wie war denn das? Mit Pflegen war das, ne? Namen ändern. So, Quietschi, du wirst ab sofort mit IE geschrieben, weil ich dich jetzt überall mit IE geschrieben habe. Ja, Leonie ist super. Ach, meine Güte. Michelle... Ach ja, genau. Michelle war auf ihrem Ausflug und bringt ein Souvenir mit. Ich bin ja begeistert. Oh, Gewitter. Ich liebe Gewitter. Michelle, komm nach Hause. Ich will aus dem Fenster gucken und das Gewitter beobachten. Ach, wir warten einsam und allein zu Hause. Niemand will bei uns sein. Völlig vereinsamt. Wahnsinn, oder? Ich find's cool, so aus dem Fenster zu gucken. Finde ich voll toll. Ach Mensch, Michelle, wo bleibst du denn? Das kann doch jetzt nicht so ewig dauern. Ah, hallo Michelle. Schön, dass du da bist. Okay, dann schnapp dir mal als erstes bitte deine Hausaufgaben. Und dann müssen wir mit dir auf jeden Fall ein bisschen Zaubern üben. Ich muss mir nochmal überlegen, wie hatte ich das gesagt? Lara kümmert sich um diese komische Pflanze. Und Omi um das Kochen. Und was machst du denn eigentlich? Dann setz dich doch an einen anderen Stuhl. Stell dich doch nicht so an. Och, ey, Maus, das ist doch jetzt nicht dein Ernie. So, weißt du was? Hier, komm, nimm die Hausaufgaben. Und mach sie dort. Mal gucken, ob sie das jetzt hinkriegt oder sie will sich da wieder hinsetzen. Ja, komm. Ja, sie setzt sich da wieder hin. Das ist so genial. Nee, ich komme da nicht ran. Alles ist scheiße. Ganz ehrlich, geh doch weg. Du bist doof. Mama Michelle, musst du jetzt hier so ein Theater machen? Kann doch nicht wahr sein. So. Hä, du musst doch da eigentlich rankommen. Kann doch nicht so schwer sein. Wenn ich dir jetzt hier so hinstelle, kommst du da besser ran? Wir probieren es einfach mal aus. Mio, Michelle, so geht es nicht weiter. Du musst dich doch wenigstens an einen Stuhl setzen können. Auch wenn da vier Stühle sind, musst du dich nicht an den einen setzen, der am kürzesten ist. Aber ich wette, jetzt geht der Stuhl hier nicht mehr, ne? Aber ist ja egal, wir haben drei Stühle, die Mädels können da sitzen und dann ist erstmal gut. Wenn ich, stelle mir da halt noch so einen Vierer hin oder... Ach, keine Ahnung, irgendwas lasse ich mir da schon einfallen. So, Star geht es noch gut, den Sattel nervt ihn nur langsam. Oh mein Gott, Pech gehabt. So, Quietschi, geh mal bitte auf die Toilette für Katzen. Omi ist noch beim Job. Ah, es ist so dunkel, finde ich, oder? Ja, vielleicht ist es nur in der Wohnung so dunkel. Naja, gut, bei Gewitter kann man das ja ruhig mal so machen. Wie, jetzt Hausaufgaben fertig, oder was? Was bist du denn für eine Wunderschülerin? Wahnsinn. Okay, dann kannst du mal ein bisschen Zaubern üben, meine Liebe. Und zwar so ein bisschen mit Magie spielen und halt gucken, dass du das alles so ein bisschen rauskriegst, wie man das macht. Kannst auch mal einen Apfel heraufbeschwören oder so. Keine Ahnung. So, Lara hat es jetzt endlich gelernt. So, dann könnt ihr mal hier gemeinsam nach Hause kommen. Auf und davon. So, nee, Reitern mir und sowas will ich gerade alles gar nicht. Nee, Zauberkünstler besuchen an irgendeinem Ort ist auch doof. Okay. Die Augen sind geil, oder? Was geht mit dir, Michelle? Wie sie guckt? Das ist doch nicht normal, oder? Guckt so jemand? So guckt doch keiner. Oh, Michelle, ich würde da mal zum Augenarzt gehen. Kein Wunder, dass Michelle die anderen Stühle nicht gesehen hat. Oh, scheiße.
Herrlich, so, Lara, bist du zu Hause? So, jetzt sehr gut. Oh Mensch, es regnet ja wie aus Eimern und ihr wart reiten. Ich bin ja auch ein Depp. So, steig mal ab. Dann kannst du dich auch gleich noch absatteln, aber ich denke, das machst du sowieso automatisch. Hey, der Weg zu magischer Kraft ist umgeben und... Was? Uneben. Ach, uneben und manchmal auch gefährlich, doch die Magie zu spielen. Hallo? Star? So. Doch mit Magie zu spielen und Verzauberungen, Verwünschungen und Zauber zu wirken, ist das Risiko wert. Michelle hat mit Erlernen des Glückszaubers den Weg zur magischen Perfektion eingeschlagen. Sie kann auch das Verwandlungsritual anwenden, um aus einem Sammelobjekt auf magische Weise ein anderes zu machen. Ja, sehr gut, Michelle. Du hast ja schon fleißig geübt. Wahnsinn. So, bürste ihn mal hier kurz und kratze ihm mal die Hufe aus, auch wenn es jetzt hier ein bisschen doll regnet. Wir könnten eigentlich auch hier noch so einen kleinen Vorbau bauen, oder? Damit man da drunter so ein bisschen... Komm, das machen wir mal schnell. Wir machen das jetzt hier mal so ein bisschen... Seht ihr, jetzt scheint die Sonne mehr. Habe ich doch gesagt. Das ist, weil es regnet. Machen wir ja einfach mal so einen kleinen Unterstand mit dran. So, so, ja. Hä? Oh, ja, wir sind ja arm. Mein Fehler. Ah, scheiße, was verkaufen wir denn jetzt? Hat irgendeiner von euch was im Inventar? Nee, nicht wirklich, oder? Ja, müssen wir einfach nochmal gucken. Ich habe letzte Folge umgebaut, ne? Weniger intelligent. So, schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwas... Kann ich das verkaufen? Bringt das was? Nee, dein Grabstein, bringt der was? Nee, den kann ich nicht mal verkaufen, das ist auch blöd. Ja, da ist jetzt das Diplom drin. Aber du hast jetzt auch nichts zum Verkaufen, das ist halt ein bisschen ätzend. Nee, komm, hier, dieses Dings, was du da im Dingel da bekommen hast. Sehr gut, hier, was ist das alles? Karamellknusper? Gott, wo hast du das denn alles her, Omi? Bist du irgendwie... Hier, können wir das verkaufen? Das bringt ja kaum was. Alter, warum bringen Elixiere so wenig? Was? Was ist denn das? Persönlichkeitsanpassung. Ja, verkaufen wir die einfach mal. Dann kriegen wir wenigstens hier noch ein bisschen was zusammen. Ach, sind diese Teile von den ganzen Geschenken? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Jedenfalls will ich da jetzt was bauen. Lass mich da bitte was bauen. So, da war das Geld auch schon wieder fast weg, ey. Verdammte Axt, ey. Nee, ja, so viel können wir uns gar nicht leisten. Ach, ist doch ätzend. Ich will nicht arm sein. Arm sein ist blöd. Gerade bei den Sims. Also im richtigen Leben arm sein macht voll Spaß, aber hier bei den Sims, das ist eine Katastrophe. Das klang jetzt auch scheiße. Oh Mann, wo kriege ich denn jetzt Geld her? Was kann ich denn hier verkaufen? Was ist unnötig? Was ist unnötig? Hier, bei Omi ist alles unnötig. So, das kann weg. Das kann weg. Oh, ich räume erstmal Omis Zimmer leer, nur damit ich hier Wände ziehen kann. Gibt's auch nicht, oder? So. Ist jetzt wenigstens auch hier hintergezogen? Bestimmt nicht. Nein, natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön. So, jetzt brauche ich noch drei Wände. Nehme ich hier welche weg. Oh Mann, oh. Oh Mann, was verkaufe ich denn jetzt noch? Brauchen wir da eine Lampe? Ich weiß es nicht. Ah, weil... Ach Gott, wir warten einfach, bis Omi nach Hause kommt. Die hat ja gleich Feierabend und bringt sie wenigstens Geld mit. Ich wollte gerade sagen, woher habe ich die 346, aber ich hatte nicht die Pause gelöst gehabt. So, Lara, dann mach du ihn noch schnell fertig. Ich wollte jetzt so ein schönes, überdachtes Ding bauen und jetzt geht das nicht. So, Omi hat jemanden kennengelernt, sehr gut. So, ach Mensch, Lara, jetzt geh doch mal an dein verpisstes Telefon. Kann doch nicht sein. Können wir das wenigstens ignorieren oder so? Nö. Sollen wir jetzt nach China kommen, um eine China-Pfanne zu holen, bitteschön? Ach, Mio, dass sie sich da mal bei denken. Was? Vor Valerie Chandra mit Enkeln prahlen. Oh. Ja, und nun? Omi, du musst noch ein bisschen Alchemie recherchieren, wenn du nach Hause kommst. So, aber Omi müsste auch eigentlich mehr kochen lernen, ne? So, Star, du kannst jetzt hier mal genüsslich was trinken gehen, bitte. Und Lara kann mal reinkommen, obwohl, eigentlich müsste es ja durch sie durchregnen, oder? Also, ne? ja, du könntest mal noch was zu Abendessen machen. Mach mal hier... Oh Gott, Tofu-Hotdog? Bist du Vegetarierin? Nee. Ach, die Option kommt einfach so, denn, wa? Ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Mach einfach mal einen Herbstsalat. Den kann man immerhin zu allem essen. So, Quietschi, was hast du denn hier draußen?
Geh einfach mal hier drin spielen. Ah, irgendwie finde ich die Musik schon wieder total laut, oder? So, besser. Noch lange nicht gut, aber besser. Ach, Mensch, Omi kommt nach Hause. Omi hat Geld verdient. Was? Wie wenig hat Omi denn verdient? Oh, Omi. Warum verdienst du so wenig? Das ist ja ätzend. Wie kannst du so leben? Ach, Mann. Ich hasse es, dass ihr arm seid. Das ist total doof. Andererseits passt es zur Story, aber trotzdem ist es doof. So, jetzt baue ich hier noch eine Wand. So. Und kann mir dafür gerade noch den Wandbelag leisten. Ist doch Wahnsinn, oder? Das ist toll. Oh Mann, was haben wir hier für einen Boden? Den. Okay, wenigstens habe ich hier keine Fliesen verwendet. Dann haut das wenigstens auch noch hin. So, ist schick, oder? Es ist ein Traum. So, kann ich jetzt hier noch irgendwie das Dach erweitern, ohne dass es merkwürdig ausschaut? Na, eigentlich müsste ich das komplette Dach machen, ne? Mann, ich will doch... So. Ah, sieht trotzdem merkwürdig aus. Dann können wir das hier drunter ja abreißen. Weil das schaut ja dann letztendlich genauso aus. Gott sei Dank kostet das nichts, ey. Das wäre ja auch noch so eine Katastrophe. So, dann haben wir das Dach schon mal fertig. Dann können wir hier höchstens noch eine Säule drunter packen. Oder wir machen es halt noch komplett. Keine Ahnung. Ich lasse es jetzt erstmal so. Dann haben wir da so einen obligatorischen Unterstand, obwohl wir den eigentlich gar nicht brauchen, ey. Ich mache hier wieder nur Schnickschnack-Sachen. Aber egal. Egal. Ist schon okay so. So, Omi, wo bist du denn jetzt? Oh Gott, nein. Omi war noch hier hinten. Oh, Omi. Jetzt bin ich einfach zu dir gegangen, obwohl du hier auf dem Friedhof rumhockst. Ich mag es nicht, wenn ich durch die Welt switchen muss. Nein, das mag ich nicht. Und mein PC mag das auch nicht. Weil danach stürzt er immer ab. Nicht gut. Gar nicht gut. Ah, der Friedhof ist schon ganz cool, ne? Sollten wir vielleicht öfter mal mit Omi hingehen. Beziehungsweise mit ihr mitgehen. So, dann gehen wir einfach wieder zu Lara. Die kocht ja gerade. Und zu der wollte ich eigentlich auch, weil ich dachte, Omi kocht. Aber ich habe das ein bisschen fehlinterpretiert. Ah, naja, mein Gott. So, dann mal los, ihr Lieben. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Lara ist fertig, sehr schön. Und Michelle, du bist so fleißig. Ich bin ja wirklich begeistert. So, dann nimm dir mal hier einen Teller, bitte. Und stell den Rest dann mal weg. Das schaffst du schon noch. Und dann kannst du hier mal ganz genüsslich schlafen gehen. So, Michelle, wie läuft's? Schießt du immer noch? Willst du dir mal uns offenbaren, wie du guckst? Ja, beide machen sie die Augen zu, auch nicht schlecht. Also sie schaut schon so ein bisschen komisch, ne? Aber immerhin, Quichi, das Merkmal für später halten. Woo, Quichi, was geht? Ach, Mensch, Michelle, ich glaube, das wird hier nichts mehr mit uns. Aber ich müsste Michelle auch mal einen anderen Zauberstab verpassen, weil irgendwie ist der ja ein bisschen... Ja, genau das meine ich. Ist okay, Quichi spielt hier erstmal in der Badewanne rum. Oh, du bist eine kleine Kampfkatze. Ja, Kampfkatze. Miau. Ist die süß. So, hast du jetzt alles weggebracht, Lara? Schläfst du jetzt mal langsam ab ins Bett? Na, Quichi, du bist aber wirklich ein verspieltes Ding. Kannst du mal ein bisschen kratzen gehen? Das hast du momentan so ein bisschen auf dem Schirm. Und Omi lernt ja sowieso fleißig, dann können wir ihr den Besen auch wegstreichen. So, was möchtest du hier? Apfel heraufbeschwören, stimmt ja. So, dann mache ich mal die Zeit hier ein bisschen schneller, damit wir auch ein bisschen vorankommen und nicht nur zugucken, wie hier Tutchen mit Magie spielt. So. Ui, ein Apfel. So, ist der jetzt böse, der Apfel, oder ist das ein guter Apfel? Es ist ein scheußlicher Apfel, okay. Dann, genau, Zauberwirken. Hier machen wir das Verwandlungsritual. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich meine, die Qualität des Apfels ist jetzt nicht so grandios, aber hey. Und nu? Pum, ein Samen. Wow, was für ein Samen. Ein unbekannter Samen. Na, dann geben wir den doch einfach mal der Lara, dann kann die den auch anpflanzen. Ah, so, Michelle, du hast alles soweit erledigt. Mehr brauchst du jetzt erstmal eigentlich auch nicht. Dann würde ich sagen, du kannst schlafen gehen. Dann bist du morgen wenigstens pünktlich wach, wenn es zur Schule geht. Also, oh Gott, nein, da ist ja schon wieder sonst was für ein Tag. Ach, herrje.
Ja, ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgespielt gehabt, falls die Frage aufgekommen sein sollte, weil, weiß nicht, das Spiel ist bei den Teaches und hier nochmal abgestürzt und ich hatte nicht gespeichert und bla bla bla. Ihr kennt es ja, lief alles doof. Und ja, kann sein, dass die Zeit jetzt hier irgendwie nochmal verrutscht ist. Ich weiß nicht mehr, ob ich nochmal gespielt hatte. Aber ist ja auch egal, denn für den Part ist jetzt erstmal wieder Schluss. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann auch gleich morgen wieder mit dem Haushalt Zoom und ja, bis dann.